Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier beim Verfolgungsrennen der Männer in Hochfilzen. Und ja, wir haben im Sprint Platz 6 erzielt, 9 Sekunden Rückstand gehabt auf Platz 1, wieder mal fehlerfrei geschossen, aber gut. Also ein bisschen hapert es dann noch beim Laufen, da verlieren wir eigentlich so unsere Zeit. Ja gut, das Schießen könnte auch schneller sein, aber dann ist es halt auch recht riskant. Und wir wollen auch nicht unbedingt Fehler machen. So, wir starten mal ins Rennen. Erstmal wird noch ein bisschen trainiert. Da können wir mal besonders auf Ausdauer gehen. So. Dann hier vielleicht 15. 10. Hier den Rest. So, und ersten Platz in der Verfolgung auch in diesem Rennen behaupten können? Aha. Also der Kommentator weiß überhaupt nicht, was er erzählt. Naja. Der Start war viel zu gemächlich. So darf man ein so wichtiges Rennen nicht anfangen. Ja, gut, das stimmt. So, wir starten ja von Platz 6. Weil wir ja diesen Platz auch im Sprint hatten. So, und dann wollen wir zusehen, dass wir hier möglichst natürlich fehlerfrei bleiben. Und normalerweise hat man in der Verfolgung dann auch... Eigentlich hat man da vier Schießen und fünf Runden. Hier haben wir trotzdem nur zwei Schießen und drei Runden. Gut, dann ist das eigentlich nichts anderes als ein normales Rennen. So, und ich versuche mal diesen gelben Balken möglichst lange aufrecht zu erhalten. Weil wir kommen ja auch so schon ganz gut an die Konkurrenz ran. Mit etwas mehr Engagement könnte aus dieser guten noch eine sehr gute Zwischenzeit werden. So. Ah, ich fahre hier immer zu eng an diese Kanten lang. Da verlieren wir dann immer ein bisschen Zeit. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Das war jetzt nicht so gut. So, und da geht's dann auch schon zum ersten Schießen. So, natürlich noch sechster Platz, da gab es noch keine Überholmanöver. Aber die wird es jetzt geben, nach dem Schießen, denke ich. Oh, wir dürfen dann A1 schießen, Mann, welche Ehre. Ah, und da kommt der Fehler, Mist. Ach, das gibt's doch gar nicht. Ach komm, er war doch drin. Na, wir waren relativ schnell beim Schießen, aber zwei Fehler ist natürlich... Nee, drei Fehler sogar, ne? Das ist natürlich ein bisschen viel. Ach Mensch, das ist schade. Oh, Junge, gib doch mal Gas hier. Ah, ist das schade. Das kostet natürlich... Sekunden und Sekunden und Sekunden und Plätze wird es auch kosten. Da müssen wir zusehen, dass wir zumindest beim anderen Schießen dann null Fehler schießen. Ach komm ey, hier kommen wir auch nicht vorbei. So, lass mich vorbei hier, Kollege. Neunter sind wir aktuell. Also ich wollte schon versuchen, hier wieder Sechster zu werden, dass wir so ein bisschen, oder vielleicht Fünfter, dass wir vielleicht unter die Top 5 da mal fahren können. Aber so mit drei Fehlern ist das natürlich nicht so einfach. Wir sind gespannt auf die Zeit. Ja, ich glaube, diese Zwischenzeit ist einfach immer so noch so eine zusätzliche Zeit zu Platz 1. Ich weiß nicht, ob das insgesamt der Rückstand zu Platz 1 ist. Wahrscheinlich eher so für diese Runde.
dürfte jeden Moment angezeigt werden. Mit dieser Zeit reicht es nur für eine mittlere Platzierung, aber noch ist ja nicht aller Tage Abend. So, jetzt den Berg hier hoch. Und dann hinab. So, und bisher haben wir uns das eigentlich ganz gut, die Kraft ganz gut eingeteilt. So, und da geht's direkt zum zweiten Schießen. Und da wollen wir jetzt natürlich ein bisschen besser sein. Nach einem kraftraubenden Rennen folgt nun das zweite Schießen. So, auf geht's. Jawohl, das war sehr schön. Das war auch relativ schnell. So schnell wie der Kollege neben uns. Och, wir sind gespannt, wie er sich geschlagen hat. So, das ist aktuell Platz 4. Die war leider bisher nur mittelmäßig. Das ist doch okay. Und wir haben ja auch noch ein bisschen Kraft. Hätten wir uns diese blöden 3 Strafrunden mal gespart, dann sähe das deutlich besser aus. So, und ich will hier jetzt aufs Treppchen, wenn wir schon die Chance haben. Schauen wir uns gleich mal seine Zwischenzeit an. So, und vorbei hier. Ach, guck mal, und da sind ja sogar die ersten beiden auch schon. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es hier sogar den ganz großen Coup zu landen. Boah, so ein Penner. Aber wir wollen natürlich nicht übertreiben. So, warum sind da jetzt 3 vor uns, wenn wir eigentlich Dritter sind? Beziehungsweise jetzt Vierter. Ist da vielleicht einer, der überrundet wird? Das ist ja eher unüblich, glaube ich. So, und jetzt wollen wir noch mal Gas geben hier. Oh nein, und da sprintet der andere an uns vorbei. Ah, das war das Treppchen. Jetzt ist es nur Platz 4. Schade. Da hätten wir wahrscheinlich vorher nicht so pushen dürfen am Berg. Dann hätten wir deutlich schnelleren Sprint gehabt, deutlich mehr Kraft. Denn wir hatten noch genug Ausdauer, wir hatten nur keine Kraft. Also, leichter Fehler, aber so wie es aussieht, sind wir doch Platz 3, hä? Ganz kurz, ganz knapp vor dem Marazzi, wie kann das denn jetzt sein? Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber gut, dritter Platz, ne Mensch. Nehmen wir einfach mal mit, oder? Schön. Jawohl, eine Bronzemedaille, das ist doch mal schön. 43 Ligapunkte gibt es auch. Und Sechster sind wir, aber ganz knapp alles vorne, nur ein Punkt hinter dem Vierten. Und ich weiß nicht, ich glaube, ein Rennen können wir noch, oder? Wir haben beim letzten Mal haben wir ja auch nur 1 gemacht, jetzt machen wir mal 2. Und jetzt gibt es den Einzelwettkampf noch der Männer. Es wird heute spannend beim Einzelrennen in Martell. So, und Kraft 15, Ausdauer 17, Technik, Geschwindigkeit, trainieren. So, und das macht richtig Spaß. Also, ich muss echt sagen, ist schon wirklich lustig. So, nicht nur das Schießen, sondern auch das Krafteinteilen und so. Das ist schon ganz cool. So, auf geht's. Ja, das ist nur sinnlos, da dieser Anfang. So, und vielleicht können wir jetzt nochmal um Platz 3 ums Treppchen mitfahren.
Ja, und das Einzel, das geht wieder gegen die Zeit. Also wichtig sind dann diese Zeitmessungen. Also die Gegner sind uns völlig egal. Zumindest in der Loipe. Gleich passiert er den Checkpoint. So, eine Sekunde Rückstand. Das ist ein gutes Ergebnis. So. So, die nächste Zwischenzeit. Und da sind wir vorne. 24 Hundertstel. Sehr schön. Also, es sieht richtig gut aus. Und wir haben ja auch noch volle Ausdauer. So, und jetzt wollen wir natürlich Null schießen, ne? Ist doch klar. Auch wenn ich das Stehenschießen echt lieber mache als das Liegenschießen. Ah, super. Und das Luftanhalten kostet nämlich auch Zeit, das sieht man denn rechts und links natürlich. Wenn es im roten Bereich ist, dann links. Oh, und 10 Sekunden Vorsprung. So, und jetzt wollen wir natürlich die Zeit bestätigen auf der Loipe. Also wir wollen hier, wenn möglich, ja, wir müssen nicht unbedingt den Vorsprung ausbauen, aber wir wollen ihn zumindest halten bis zum zweiten Springen, bis zum zweiten Schießen. So, die anderen sind auch nicht schneller hier am Berg. Das ist schon okay. Schauen wir uns gleich mal seine Zwischenzeit an. 10,5 Sekunden, so soll's sein. Das ist die bislang beste Zwischenzeit in diesem Wettbewerb. So, und an den beiden würde ich ganz gerne mal vorbeigehen. Die sind mir ein bisschen zu langsam. So, wir können ja mal ein bisschen Gas geben hier. Und jetzt geht es ja wieder bergab. Vielleicht muss man das einfach häufiger machen mit diesem Sprint. So, und da geht es dann direkt weiter mit dem nächsten Schießen. Die Runde war doch ganz schnell. Konzentration und Nervenstärke zu beweisen. So, noch zwei, einer noch. Yes, und jetzt Gas geben hier. Und dann kann das der Sieg werden. Sollte normalerweise. Wir sind gespannt auf die Zeit. Und wir haben eine neue Bestzeit. 28 Sekunden, also das ist natürlich heftig. So, jetzt müssen wir aufpassen mit der Kraft. Jetzt geht es nämlich gleich den Berg hoch. Da möchte ich nicht auf Sparflamme hoch. So ein Sprint darf man eigentlich nur dann machen, wenn es danach runtergeht, weil man dann sowieso in der Hocke ist.
Aber ich glaube, wir haben ein gutes Polster. So, und jetzt geht's nämlich eh gleich runter. So, und das wird jetzt eine mega Zwischenzeit, glaube ich. Gleich werden wir wissen, wie seine Zwischenzeit aussieht. Ah, 22 Sekunden. Toll, eigentlich hätte es gar nicht besser laufen können für ihn. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Oh, jetzt ist natürlich unsere Kraft ganz fatal. Oh, oh. Das kann jetzt nochmal bitter werden zum Ende hin. Denn da waren wir zu tief im roten Bereich. Aber 22 Sekunden ist natürlich auch ein Brett. So, und es sind noch 15 Sekunden. Also wir verlieren hier jetzt ein bisschen was. Und das spiegelt sich auch in der Zeit wieder. So, dem wird schon ganz schwarz vor Augen. Ich hoffe, wir sind hier gleich nicht so langsam wie der eine Typ da eben. Aber das geht jetzt hier sowieso das Ziel. Jawohl, und dann müsste das der Sieg sein. Ja, das sieht gut aus. Jawohl. Zeitstrafe, also keine Zeitstrafe. Das gäbe sonst 10 Sekunden pro Schuss Zeitstrafe. Und daher sind wir hier auch völlig verdient. Mit 15 Sekunden erster. Also unser erster Sieg hier. Und ich denke, es wird nicht der letzte bleiben. Ja, die Bestzeit ist natürlich schon ordentlich. Und unsere erste Goldmedaille hier im Junior Cup. Und eine Stufe sind wir auch aufgestiegen. Das ist doch cool. Ja, da würde ich fast sagen. So vielleicht. Oh, und da sind wir sogar fast Gesamtführender. Also auf Platz 2 schon. Das sieht doch mal richtig gut aus. Ach, und jetzt habe ich auch weitergemacht. Das wollte ich, glaube ich, gar nicht. Ja, ist das doof. Das wollte ich jetzt gar nicht. Naja, Leute, nützt nichts. Wir machen jetzt nochmal ein ganz kurzes Päuschen. Nächste Folge geht es dann hier weiter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Da machen wir dann in der nächsten Folge machen wir jetzt das Rennen Nummer 5. Und in der Folge drauf dann Rennen 6 und 7. Also Leute, macht's gut. Bis zur nächsten Folge.